Geoffrey von Monmouth, ein britischer Geistlicher, Gelehrter und Geschichtsschreiber, verfasst im 12. Jahrhundert seine lateinische Chronik Historia Regum Britanniae, die Geschichte der Könige von Britannien, in der das erste Mal zusammenhängend und umfänglich von King Arthur, also König Artus, erzählt wird. Geoffrey war wahrscheinlich Waliser, wenn davon auszugehen ist, dass Monmouth seinen Geburtsort bezeichnet. Geoffreys walisischer Name war übrigens Gruffudd ab Arthur, was entweder darauf hindeutet, dass der Name seines Vaters Arthur war oder er schon von seinen Zeitgenossen seinen Spitznamen erhielt, der Geoffreys historisches Interesse an der Figur des Königs Arthur belegt. Wie das europäische Festland auf der Basis von Vergils Aeneas die Gründung Roms historisch von der Zerstörung und Neugründung Trojas ableiteten, registriert Geoffreys von Monmouth die Gründung Britanniens und Londons als seine Hauptstadt ebenfalls aus dem Fall Trojas. Brutus, der Urenkel des Aeneas, habe versehentlich seinen Vater Silvius, den König Italiens, getötet, was ihn zur Flucht nach Griechenland zwang, wo er zum Anführer der versklavten Trojaner wird, mit denen er Griechenland verlässt. Auch ihm wird, wie schon seinem Großvater, Aeneas die Gründung eines neuen Troja prophezeit. An der Straße von Gibraltar tut er sich mit einer zweiten versprengten Gruppe von Trojanern zusammen, die von Corenius geführt werden, nachdem später Cornwall benannt wird. Seine Reise führt ihn über Aquitanien bis auf die Insel Albion, die er nach sich selbst Britannien und seine Gefährten fortan Briten nennt. Albion ist der antike Name für Großbritannien und bedeutet nichts anderes als Weißland, benannt nach den Kreidefelsen von Dover. An dem Ufer der Themse erbaut Brutus die Stadt Troja Nova, das später den Namen London erhält. Die antiken Stofftradition wirkt also bis in die britische Geschichtsschreibung hinein und beeinflusst ebenso wie die lateinischen, französischen und deutschen antiken Romane, wie Heinrichs von Feldeke Aeneas-Roman, die Geschichtsschreibung Britanniens und schließlich die französische Erzähltradition von König Artus, wie sie dann wiederum in die deutsche Sprache adaptiert wurde. Die Abkunft von den Trojanern verbindet die antiken Stofftradition und die Artus-Stofftradition von Beginn an mit der Leidenschaft und Tugend höfischer Minne, denn nach Vergil gerieten Trojaner und Griechen ja aufgrund der Entführung Helenas in Streit, der Ehemann des Menelaos, durch Paris, in den sie sich unsterblich verliebte. Die Begegnung von Artus' Eltern weist Ähnlichkeiten dazu auf, wie Geoffrey von Monmouth im 8. Buch seiner Historia berichtet. Uther Pendragon, König von Britannien, richtet anlässlich seines Sieges über die Sachsen ein Fest in London aus. Zu dieser Gelegenheit kommen auch Herzog Gorlois von Cornwall und seine Frau Ygerna an den Hof. Ygerna übertrifft an Schönheit alle anderen Frauen Britanniens. Uther verliebt sich sofort und begehrt sie fortan. Anders als Helena hält Ygerna ihrem Mann aber zunächst die Treue. Erst als der Zauberer Merlin Uther Gestalt und Wesen Gorlois verleiht, gelingt es Uther Pendragon, an Ygerna sein Verlangen zu stillen. In dieser gemeinsamen Liebesnacht wird Arthur gezeugt. Die Zeugung Arthurs hat sich also magischen Einflusses zu verdanken, was bestimmend für den arthurischen Mythos werden sollte, denn konkrete Berichte von seinem Tod gibt es beispielsweise nicht. Vielmehr geht der Mythos davon aus, dass er eines Tages wie Christus wiederkehren wird. Ich verzichte darauf, weiter auf Geoffreys von Monmouth Artus Geschichten einzugehen. Sie lassen sich gut in Karl Langoschs Sammlung König Artus und seine Tafelrunde nachlesen. Nach Frankreich gelangten die Geschichten durch die Vermittlung des normannischen Dichters Waatze. Er kannte Geoffreys Historia und dichtete daraufhin 1150 eine französische Reimchronik, den Roman de Brut, wodurch sich der Artusstoff in Frankreich verbreitete. Schon 20 Jahre später griff der klerikal gebildete Chrétien de Troyes den Stoff im allerersten französischen Artus-Roman auf. Erec et Enide heißt er und begründete damit die Gattung des höfischen Romans. In Deutschland war der Stoff bis dato weithin unbekannt. Wer aber an französischen Hofen verkehrte, hörte dort vermutlich davon. Auf diese Weise muss das Begehren entstanden sein, eine deutsche Version zu dichten. Hartmanns von Aue, Erec. Den Anlass für Hartmanns freie Übertragung von Chrétiens Roman kennen wir ebenso wenig wie den Auftraggeber. Vielleicht enthielt der Prolog etwas dazu, leider fehlt er in der Überlieferung. Aber es muss ein bedeutendes Adelsgeschlecht gewesen sein, das sowohl die Voraussetzungen für ein solches Unternehmen,
Besorgung der Vorlage, Freistellung eines entsprechend vorgebildeten Hofbeamten, wie auch die Resonanzmöglichkeiten ein höfischem, aufgeschlossenes, aufnahmefähiges Publikum bieten konnte, vor allem aber die im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts neue Form fürstlicher Repräsentation durch die Förderung und den öffentlichen Vortrag literarischer Werte zu schätzen und einzusetzen wusste. Der Artusstoff war neu und von Traditionen unbelastet. Er konnte am besten mit aktuellen Inhalten gefüllt werden und somit das Leitthema der höfischen Kultur tragen: edle Liebe und rechter Kampf. Vielmehr war als Substrat vom antiken Ursprung von Troja, den Geoffrey berichtet hatte, im französischen und schließlich im deutschen Artus-Roman kaum etwas geblieben. Als biografische Figur mit einer Stammes- und Staatsgeschichte interessieren sich weder Franzosen noch Deutsche für Artus. Die Faszination, die zunächst bis ins 16. Jahrhundert in ganz Europa anhielt, war eher ethischer und kultureller Natur. Der arthurische Hof wird zum Kulminationspunkt sämtlicher höfisch-kultureller Ideale, Tugenden, Festhandlungen, Sammelbecken der herausragendsten Repräsentanten eines ritterlichen Idealtyps und ihrer Minnedamen sowie Glanzort ethischer Vollkommenheit und Vorbildhaftigkeit. In ihm spiegelt sich all dies, was der französische und deutsche Adelshof von sich selbst hören wollte, und zwar ohne eine historische Zeitsignatur, die den Idealzustand in eine mythische Vergangenheit verlegt hätte, wie die Chanson de Geste und die Heldenepik. Vielmehr sollte das literarisch entworfene Ideal als ein von der Vergangenheit her wirksamer und doch immerwährender Ist-Zustand bewahrt werden, beziehungsweise sogar die Gegenwart des Publikums gegenüber einem wann auch immer gelagerten Einst überhöht werden. Hartmann von Aue macht das in seinem zweiten Artus-Roman, dem Iwein, von dem der Prolog glücklicherweise nicht verloren ist, besonders vielschichtig. Bitte pausieren Sie an dieser Stelle, um den Text einmal ganz zu lesen. Der Prolog beginnt mit einer Sentenz, einem allgemeingültigen Satz, dass der, der nach wahrer Vollkommenheit strebt, weltlichen Ruhm und Glück erhalten wird. Dass dieser Satz als wahr zutrifft, habe Artus zu seiner Zeit bewiesen. Er hatte höchste ritterliche Gesinnung, ergo hat er höchstes Ansehen genossen. Anders als in der Heldenepik, in der die mythische Vergangenheit als vergangen und überwunden gilt, denken Sie an die Trauerbewältigung in der Nibelungenklage, wirkt das Vergangene unmittelbar und in ungebrochener Kontinuität auf die Gegenwart ein. Artus sei wahrscheinlich zwar gestorben, aber das Ruhmversprechen an all jene, die ihm nacheifern und das sich mit seinem Namen verbindet, macht den König gewissermaßen unsterblich. Sie jachend erleben noch Hüte. Danach erzählt Hartmann von sich selbst mit sehr ähnlichen Worten wie im Prolog des armen Heinrich von einem Pfingstfest am Königshof Artus, zu dem sich wie niemals zuvor und danach nie wieder so viele herausragende Ritter versammelt hätten. Diese behauptete Einmaligkeit transzendiert sich natürlich wiederum in der Vorstellung des zeitlich gedehnten Kontinuums von der Vergangenheit bis zur Gegenwart des Erzählens. Jetzt meldet sich der Erzähler unmittelbar zu Wort. Einer Laudatio temporis acti, einem typischen Prolog-Topos, der vergangene Zeiten gegenüber der Gegenwart lobt, folgt sogleich ihre Zurücknahme. Denn während es früher zu Artus Zeiten nur die ritterlichen Taten gab, da Taten in du Werk viel Woll, existieren heute die Geschichten davon. Da uns noch mit ihr mehre so rechte Wollwessen soll. Damit wird das Erzählen von ritterlichen Taten mindestens auf die gleiche Stufe wie tatsächliche Handlungen gehoben und auch in den Augen des Erzählers und sicher auch des Publikums noch ein Stück höher. Das bedeutet aber auch, dass die Wirksamkeit für weltliches Ansehen und immerwährendes Glück vom ritterlichen Streben nach Vollkommenheit auf das Erzählen davon abfärbt. So kommt das gegenwärtig den textlauschenden Publikum in den gleichen Genuss des arthurischen Ansehens. Literarisches Handeln und ritterliches Handeln, das in diesen Texten Aventüre heißt, werden in eins gesetzt. So partizipiert der deutsche Adelsstand unmittelbar am Heil des arthurischen Hofes und seiner zeitlosen Vollkommenheit. Betrachten wir zunächst den für den Artus-Roman zentralen Begriff der Aventüre. Zunächst einmal lässt sich altfranzösisch Aventure als etwas Außergewöhnliches, das jemanden unwillentlich widerfährt, verkürzt als ein Ereignis fassen. Jedoch scheint schon in den frühesten Belegen die Verbindung dieses Ereignisses mit Sagen und Hören auf, da das Ereignis so außergewöhnlich ist, dass es wert ist, erzählt zu werden. Hinzu tritt die Dimension des Zufalls.
In diesem semantischen Zusammenhang gehören Wortverbindungen, in denen Aventur als eine ernsthafte Todesgefahr aufgefasst wird, in welche sich der Ritter ausdrücklich freiwillig begibt. Aus dieser Bedeutung geht schließlich die Aventur als jene ritterliche Bewährungsprobe hervor, die gezielt gesucht wird. Ich heiße Ritter und han den Sinn, dass ich suchen riete einen Mann, der mit mir strite. So lässt sich zu Beginn des Iwein der Ritter Kalogre nannt, der von seiner peinlicherweise gescheiterten Aventüre erzählt. In der Wildnis war ihm ein Waldmensch begegnet, eine Figur der nicht zivilisierten Welt, der nichts von Rittern, Aventüren und Ehre weiß. Der ihn fragt, Aventüre, was ist das? Kalogrenans allzu schlichte Aventüre-Auffassung kommt nicht nur dem wilden Mann suspekt vor. Im Folgenden muss Iwein, der auf Kalogrenans Erzählung von seiner Aventüre hin das schiefe Bild gerade rücken, die Aventüre seinerseits bestehen und als für den arthurischen Hof und den eigenen Ritterstatus ordnungs- und sinnstiftende Leistungen bestätigen. Ordnungs- und sinnstiftend, mit hohem autoritativen Anspruch, geht dabei auch der Erzähler vor, der die Erzählung konstruiert und ästhetisch formt. So wird die ethisch vervollkommende Wirkung des Erzählens für das höfische Publikum, sowohl für das Selbstverständnis der Gemeinschaft als Adelshof, wie für den Einzelnen eingelöst. Die Doppelbedeutung von Aventüre als Erzählgegenstand und Erzähltes hat sich seit Chrétien de Troyes Erec et Enide zu einer regelrechten poetischen Leitvokabel entwickelt. Mit der auf diese Weise für den poetologischen Diskurs, also für die Selbstreflexion der Literatur, produktiven Doppeldeutigkeit des Aventüre-Begriffs ist eine Kostüm, eine Sitte verbunden, die in vielen Artus-Romanen in jeweils etwas anderer Form erzählt wird. Es war des Königs Sitte, dass er sich, bevor nicht eine ordentliche Aventüre im wahrsten Sinne auf bzw. an den Tisch gebracht wurde, weigerte, sein Mahl einzunehmen und damit auch seine Ritter zum Fasten verpflichtete. Während in manchen Texten die Bewährung direkt an den Hof kommt, in Gestalt eines die Artus-Gesellschaft herausfordernden Ritters oder eines Boten, der eine entfernte Aventüre verheißt, reicht in anderen Texten, dass von einer Aventüre erzählt wird, wodurch neue Aventüren ausgelöst werden. Im deutschen Artus-Roman taucht das Motiv das erste Mal in Wolframs von Eschenbach Parsival auf, den er Chrétien de Troyes Conte du Graal nachgedichtet hat, in dem das Motiv angelegt ist. Artus, mit dem ein Sitte lag, nachhein riet er von ihm Ass, des Tages, wenn Aventüre vergaß, dass sie seinen Hof vermäht. Ihm ist Aventüre nu bereit, das Lob Moors tafelrunder Hahn. Nach Wolfram nehmen so gut wie alle, vor allem die nachklassischen Artus-Romane ab dem 13. Jahrhundert, diesen Erzählkern auf. Unter anderem wird von Gravenberg im Wiegerlois, Ulrich von Zatzikhofen im Lancelet, der Stricker im Daniel von dem blühenden Tal, der Pleier im Mählerans, Heinrich von dem Türlin in Der Krone, um nur ein paar davon zu nennen. Im niederländischen Roman von Walewein kommt sogar ein Schachbrett zum Fenster hereingeflogen, das den Artushof herausfordert und die Aventüren des Titelhelden auslöst. Die Doppeldeutigkeit der Aventüre auf der Begriffsebene lassen die Romanautoren narrativ produktiv werden, indem sie das Erzählen von Aventüren am Hof unmittelbar in Aventüre-Handlungen münden lassen, die wiederum neue Erzählungen generieren, welche gleichermaßen in Wort und Gestalt an den Hof gelangen. Entweder, wenn der Artus-Ritter selbst zurückkehrt und berichtet, wie Kalogre nannt im Iwein, ein fremder Ritter als von einem Artus-Ritter Besiegter an den Hof kommt und von seiner Niederlage erzählen muss, wie Idas in Hartmanns Erec, oder eine Figur um Hilfe durch die Artus-Ritter ersucht, wie die Dame Scoidamore in Heinrichs Krone. Auf diese Weise wird die Aventüre im Akt des Erzählens anwesend und löst gleichzeitig neue Aventüre aus, von der erneut erzählt werden kann und so weiter. In Hartmanns von Aue, Erec, dem ersten deutschen Artus-Roman, fehlt nicht nur die Kostüm von Artus' Fastengelübde, Chrétien de Troyes hatte das Motiv noch nicht angelegt, sondern auch der Prolog ist leider in keiner der ohnehin schmalen Überlieferungen enthalten. Ohne Prolog, aber ansonsten vollständig, ist der Text nur im sogenannten Ambrasser Heldenbuch aus dem 16. Jahrhundert überliefert, das der Zollschreiber Hans Ried im Auftrag Kaiser Maximilians I. produziert hat.
Das Ambraster Heldenbuch enthält neben Hartmanns Erek und Iwein vor allem heldenepische Texte wie unter anderem das Nibelungenlied und die Klagge und Texte der Dietrich-Epik, dazu kleinere Versepen verschiedener Autoren. Für die Rekonstruktion des Romanbeginns müssen wir uns mit der Vorlage Chrétiens de Troyes, Erek et Enide, behelfen. Dort wird Folgendes erzählt. Am Ostertag hielt König Artus ein prächtiges Fest an seinem Hof in Cardigan ab, an dem sich, wie im Iwein zum Pfingstfest typischerweise, wie nie zuvor, so vortreffliche Ritter eingefunden hatten. Sie waren kühn und immer zum Kampf bereit. Die Artus-Gesellschaft wird ergänzt durch edle Damen und Jungfrauen, Königstöchter, allesamt wunderschön und liebenswürdig. Auch realiter an den Höfen des Publikums waren höfische Feste wesentlichstes Ausdrucksmerkmal adliger Herrschaftspraxis. Vor der Herausbildung der Residenzen dienten sie als ritualisierte Demonstration des materiellen Prunks und der höfischen Lebensweise zu den kirchlichen Feiertagen auf der Reiseroute des Hofes. Es gibt zahlreiche historische Quellen von Festbeschreibungen. Eine literaturgeschichtlich besonders wirksame schildert Heinrich von Veldicke in seinem Aeneas-Roman »Die Hochzeit von Aeneas und Lavinia«, die an den Mainzer Hoftag zum Pfingstfest 1184 erinnert, das Heinrich selbst miterlebt hatte. Die Hoffeste dienten aber nicht nur der Herrschaftsrepräsentation, sondern auch deren Praxis. Da wichtige Reichsbeschlüsse nicht ohne das Konsilium mit den Fürsten gefasst werden konnte, wurden die Feste dazu genutzt, verschiedene Reichsangelegenheiten zu regeln. Jedoch erst mit der Herausbildung von landesherrlichen Residenzen und dauerhaft ortsgebundenem Hof bildet sich eine Form institutionalisierter Herrschaftsrepräsentation durch die Hoffeste heraus. Insbesondere die Hoffeste der Fürsten gewannen immer mehr an herrschaftlicher und kultureller Bedeutung und wetteiferten miteinander in der Pracht und Ausstattung ihrer Hoftage. Dass am Beginn der Artus-Romane zumeist ein Hoffest am Hofe Artus erzählt wird, spiegelt sich in den Hoffesten, an denen Literatur vorgetragen wurde. Auf diese Weise entsteht eine Gemeinschaft zwischen Artus-Gesellschaft und adligem Publikum, die ebenfalls durch das Aufführen von Literatur ihr gemeinsames Selbstverständnis zelebriert. In Chrétiens Erek et Enide und so, wenn auch verloren, in Hartmanns von Auer Erek erinnert zu Beginn des Romans Artus selbst an eine Aventüre, die Jagd nach dem weißen Hirsch, die mit dem Brauch verbunden ist, dass derjenige, der sie besteht, die schönste Frau am Hof küssen dürfe. Dahinter steht wiederum die Logik, wenn auch, wie auch in den Brautwerbungsgeschichten, etwa im Nibelungenlied, dass zum Besten nur die Schönste passe. Da es sich aber beim Artushof um eine Ansammlung der Besten aller Ritter und bei König Artus um den Primus inter pares, den Ersten unter den Gleichen handelt, was an sich schon ein Paradox ist, liegt das Dilemma auf der Hand. Gawain, der meist als älterer, erfahrenerer, wohlgleich begehrenswerter, aber unverheirateter Ritter hervorsticht, in allen Texten zwar präsent, aber oft nur Nebendarsteller ist, um den Ritter, um den es eigentlich geht, zu profilieren, kennt das Problem. Daraus kann großes Unheil entstehen, denn es gibt hier immerhin 500 junge Damen von hoher Geburt, Königstöchter, alle liebenswert und züchtig. Jede von ihnen hat einen Freund, lauter tapfere und kühnere Ritter. Und jeder von denen würde behaupten wollen, es sei nun zu Recht oder zu Unrecht, diejenige, welche ihm gefalle, sei die schönste und liebenswerteste. Das Gleichheitsdilemma der Besten und Schönsten besteht aber nicht nur für die Artus-Gesellschaft, sondern auch für das Erzählen selbst. Denn trotzdem alle gleich herausragend exorbitant sind, könnte ja im Prinzip die Herausragendheit des Einzelnen gar nicht erzählt werden, da alle gleich sind. Das sieht man auch schon an der Gawain-Figur, der übrigens neben Artus als einziger über die Grenzen des einzelnen Artus-Romans hinweg Karriere macht, bis er in Wolframs Parsival als zweiter Protagonist neben dem Titelheld und in Heinrichs von dem Türling Krone sowie im Walewein ganz im Mittelpunkt des Geschehens steht. Jedenfalls lässt sich Artus von der Hirschaventüre nicht abbringen, sein Wort habe zu gelten. Unter den Rittern, die sich der Jagd anschließen, ist nun auch Erek, über den Chrétien Folgendes sagt. Er war so stattlich, dass es nutzlos gewesen wäre, in irgendeinem Land nach einem Schöneren zu suchen. Sehr wohlgestalt war er, tapfer und liebenswert und noch nicht 25 Jahre alt. Niemals zuvor war ein Mann seines Alters ein so ausgezeichneter Krieger gewesen. Was soll ich von seiner Vortrefflichkeit sagen? Er hatte ein Schlachtross bestiegen und einen Hermelinmantel übergeworfen. Im Galopp eilte er der Königin nach.
Er trug einen Rock aus kostbarem Damast, der in Konstantinopel gewebt worden war. Er hatte Hosen aus Seide angezogen, die sehr gut gefertigt und geschnitten waren. Sein Fuß stand sicher im Steigbügel und goldene Sporen hatte er angelegt. Außer seinem Schwert hatte er keine Waffe bei sich. Natürlich gehören zu einem Ritter, hier sehen Sie die Abbildung des Autorenbildes von Wolfram von Eschenbach im Codex Manesse in voller Montur, nicht nur ein stattliches, ebenmäßiges Äußeres, auserlesenste, edle Bekleidung und die dazu passende innere Einstellung, die sich auf Mittelhochdeutsch in Begriffen wie Werdekate, Ehre, Lob, Tugend, Mannheit, hoher Mut und zusammenfassend als Höfischheit ausdrückt, sondern auch eine Ausrüstung mit dem Eisenkleid, der Harnasch heißt, dem Helm mit Zier, einem Waffenrock, dem Schild, auf dem das Wappen prangt, und einem Speer für den Zweikampf auf dem Pferd. Herek, der die Königin Guinevere und einige ihrer Hofdamen beim Spazierritt begleitet, ist aufgrund dessen aber weitestgehend unbewaffnet. Hier setzt nun die Überlieferung des Herek Hartmanns von Aue im Ambrasser Heldenbuch ein. Der Titelheld tritt zu Beginn in einer Rolle auf, die ebenfalls dem höfischen Ritter wesentlich zufällt, als Beschützer und Verteidiger von Frauen, von der sich schließlich das ritterliche Ideal des Frauendienstes ableitet, das Herrschaft und Minne, Erotik und Erziehung verbinden soll. Ohne adäquate Rüstung ist aber nicht gut beschützen. Die Unangreifbarkeit des Artushofes und seiner Königin erweist sich als höchst instabil. Die initiale Herausforderung des Hofes, mit der jede Aventürefahrt eines Artusritters beginnt, begegnet der kleinen Gesellschaft daher in Gestalt eines Ritters mit seinem Zwerg und einer schönen Dame. Der fremde Ritter im Artusreich weigert sich, seine Identität preiszugeben. Der Zwerg schlägt erst eine von Guinevers Hofdamen auf Kopf und Hände und dann tut er das gleiche mit Herek. Ein Heros, wie ihn das Nibelungenlied etwa mit Siegfried zeichnet, hätte sich affektgesteuert wohl mit roher Gewalt auf den Widersacher gestürzt. Es zeigt sich aber, was ein Ritter von einem Helden der Heldenepik unterscheidet. Zwar sollte er sich gerochen haben, wann das erwieslich in seinem Zorne Kunde entwichen. Ein höfischer Ritter agiert meistens besonnen und vernunftgesteuert. Er kontrolliert seine Affekte, lässt auch Gnade gegenüber dem Unterlegenen walten und vermeidet daher unnütze Gewaltexzesse und Mord. Ein höfischer Ritter ist aber auch kein christlicher Märtyrer, der statt sich zu rächen noch die zweite Wange hinhält. Scham und Schande für seine Königin und ihn selbst wirken auch auf ihn und hinterlassen eine Wunde, die wieder geschlossen werden muss. Mit dieser radikalen Störung arthurischer Ordnung ist der Grundstein gelegt für Ereks erste Aventürefahrt, weg vom Artushof ins sogenannte Exile. Erik verfolgt den Ritter, dessen Name sich als Idas herausstellt. Herek erfährt, dass die Aventüre, der er auf der Spur ist, dergestalt ist, dass an einem fremden Hof ein jährliches Fest stattfindet, auf dem die allerbesten Ritter ihre Damen vorführen. Wer die schönste Dame präsentiert, gewinnt den Preis. In Gestalt eines Sperbers, eines Jagdvogels also, denn nur der Beste kann ja schließlich die schönste Dame vorweisen. Klar zeigt sich, dass sich an diesem Hof quasi in Konkurrenz zum Hof des Königs Artus eine ähnlich paradoxe Struktur um den Besten und die Schönste abspielt. Logisch, dass dies nicht so stehen gelassen werden kann. Vielmehr Herek, der Artusritter, die Schande des Artushofes und diese unzulässige Imitation zu korrigieren hat. Nur hat Herek keine Dame, die er vorzuweisen hätte. Die findet er aber in einer Burgruine vor der Stadt, in der in ärmlichen Verhältnissen ein Vater mit Namen Coralus mit seiner Tochter Inite lebt. Der meckete lieb, was lobbelig, der Rock, was grüner Farbe, gezerret begarve, aber Heere überall. Darunter, was ihr Hemde sall und auch zerbrochen etes war, so schön die Liech da durchwies allsam eins wann. Man saget, dass nie Kind gewann einen Lieb so gar dem Wunsche geliech, und wäre sie gewesen riech, so gepresste nicht ihr Liebe zu lobbeliechem Webe. Die zerschlissene Kleidung kann nicht über das makellose Äußere Inites hinwegtäuschen. Ihr reiner Körper glänzt einfach hindurch und qualifiziert sie sogleich sichtbar für Herek und die RezipientInnen, dass sie die Schönste ist, die dem Besten zugeordnet gehört. Hartmann erzählt hier aber nicht wie im Armen Heinrich ein legendenhaftes Sujet, in dem ein Mädchen aus armen, abhängigen Verhältnissen zur Heilsbringerin und Ehefrau des Adligen werden kann. Vielmehr ist Coralus ein verarmter Adliger, der ohne eigenes Verschulden sein Hab und Gut verloren hat, denn auch an ihm zeigt sich in äußerem Verhalten der vollkommenste innere Adel.
adlige Geburt lässt sich nach der Logik dieser Romanwelten nicht verstecken. Sie wird in jedem Fall, zumal von Ebenbürtigen, als solche erkannt. Individuelle Identität dagegen kann etwa durch die falsche Rüstung unkenntlich sein. Parzival erwirbt sich zu Beginn seiner Ritterkarriere die rote Rüstung von Ita und wird fortan wiederholt als der rote Ritter verkannt. Aus seinem letzten Besitz stattet Corallus Erek mit einer prächtigen Rüstung aus und leiht ihm auch seine Tochter, um am Kampf um den Sperber teilzunehmen. Da Erek verspricht, sie anschließend zur Frau zu nehmen. Klar ist eigentlich Idas mit seiner Dame seit Jahren der Gewinner und ist auch nicht gewillt, diesen Anspruch aufzugeben. So muss zwischen ihm und Erek ein Zweikampf stattfinden, um den Sieger endgültig zu küren. Denn für die Festgesellschaft ist an Enides Körper sofort evident, dass sie zweifellos die Schönste ist. Der Kampf zwischen Erek und Idas dauert lange. Immer wieder ist kurzzeitig der eine dem anderen überlegen. Das muss auch so sein, denn ein echter Aventüre-Zweikampf ist nicht leicht zu gewinnen. Er muss gefährlich sein, potenziell sogar den Tod bringen. Das ist nur gewährleistet, wenn der Gegner ebenbürtig ist. Nur dann ist vor denjenigen, die den Kampf beobachten, Ehre zu erlangen, die auf die Reputation von Sippe und Hof des Gewinners nachhaltig abfärbt. Ebenbürtigkeit heißt aber auch gleiche körperliche Voraussetzungen, gleiche Fertigkeiten, gleicher Kampfesmut. In den deutschen Artus-Romanen ist zu beobachten, wie schwer sich die Erzähler tun, Aventüre-Zweikämpfe zu Ende zu erzählen. Manche dauern mehrere Tage, vor allem dann, wenn auch noch Garwan, der Beste unter den Besten, beteiligt ist. Genauso erzählt Hartmann von Garwans Kampf mit Iwein und Wolfram von Garwans Kampf mit Parzival. Am Ende gewinnt Erek den Sperber, sein Status als Bester und Enides Status als Schönste sind damit bestätigt. Idas muss mit seiner Dame an den Artushof reiten, um dort die Geschichte seiner Niederlage, der Sperberaventüre und damit Nachricht über die Vergeltung von Ginoves Stande und Restitution der arthurischen Ordnung durch Erek bringen. Am Artushof ist inzwischen die Jagd nach dem weißen Hirsch als beendet erklärt. Artus selbst hat ihn erlegt und erhielt den Anspruch, die schönste Frau zu küssen. Das Dilemma, auf dem er anfangs renitent bestanden hatte, fällt ihm nun selbst auf die Füße. Zum Glück interveniert seine Ehefrau mit dem Vorschlag, damit auf Ereks Rückkehr zu warten. Inzwischen kommt Idas, gänzlich verbeult, blutig und schartig, an seiner Rüstung und bringt die Aventüre-Erzählung an den Hof. Die offensichtliche Demütigung des Ritters wird sofort in Ehre verwandelt. Eben, wenn sich ein fremder Ritter mit einem Artus-Ritter im Zweikampf misst, muss der Fremde als ebenbürtig wahrgenommen werden, was nichts anderes zur Folge haben kann, als den Verlierer in den Artushof zu integrieren. Und so geschieht es. Erek und Enide sind ebenfalls auf dem Weg zum Artushof. Unterwegs verlieben sie sich ineinander, denn die logische Zuordnung von Bestem und Schönster führt, wie im Nibelungenlied, auch ganz automatisch zur Minne. Am Hof angekommen, nutzt Artus die Chance, dem Dilemma zu entgehen und verbindet den noch ausstehenden Kuss mit der rituellen Begrüßung Enides. Anlässlich von Erek und Enides Hochzeit findet ein Turnier statt, an dem sich Ereks Exorbitanz noch einmal deutlich zeigt. Aber auch seine Unfertigkeit nach diesem ersten Aventüreweg, der die anfängliche Krise des Artushofs, die Schändung der Königin, wiedergutmachte. Denn bis zu diesem Zeitpunkt zählt der Roman gerade einmal knapp 2500 Verse von 10.135. Viel dicke gedachte er daran, ins welchem werde ein junger Mann in den ersten Jahren Star, dass er das immer gerne hat. Genau dies ist aber ein Trugschluss. Ehre ist kein akkumulatives Gut, das einmal verdient, dauerhaft da ist, sondern Ehre muss immer wieder und wieder erprobt und bestätigt, herausgefordert und schließlich auch durch göttliche Gnade verfestigt werden. Erek begeht hier den gleichen Fehler wie Kalogrenan zu Beginn des Iwein-Romans. Ehre ist ein fragiles Gut. Und so zerrinnt es Erek und seiner Ehefrau, als sie sich an ihrem eigenen Hof verliegen. Sie gehen nur noch der Minne nach, vernachlässigen die Hofhaltung, sämtliche herrschaftsrepräsentativen Handlungen. Das junge Herrscherpaar und die Geltung des ganzen Hofes geraten in eine Krise. Die gestörte Ordnung muss also erneut restituiert werden. Erek muss sich auf einen zweiten Aventüreweg begeben und weil Enide Teil der Verliegenkrise ist, muss sie mit. Zunächst erteilt ihr Erek ein Sprechverbot, um sie auf die Probe zu stellen. Zwei Episoden, in denen
Erek unhöfische Kämpfe gegen Gruppen von Räubern bestehen muss, folgen aufeinander. Die erbeuteten Pferde muss Enite erniedrigender Weise versorgen. Dann begehrt ein Graf Enite als Liebesobjekt, da er das Ehepaar nicht als solches wahrnehmen kann, denn Erek verweigert Enite nicht nur das Sprechen, sondern auch Tisch und Bett. Der Zweikampf mit einer Figur, die zwar höfischen Wesens ist, aber klein von Wuchs, der Zwerg Gyvreitz, konfrontiert Erek mit dem falschen Aventüre-Ethos eines sinnentleerten Kräftemessens und der eigenen irrigen Vorstellung, man könne Ehre rein quantitativ gewinnen und akkumulativ vermehren, so wie Kalogrenant sich das auch dachte. Gyvreitz ergibt sich und die beiden gehen in Freudscheid auseinander. Eine kurze, erzwungene Zwischeneinkehr am Hof Artus zeigt Erek noch einmal unvollkommene Wiederherstellung. Er muss weiter. Am Ende des ersten Kursus, wie der erste Teil dieses zweiten Aventüreweges seit einer Untersuchung von Hugo Kuhn zu Chrétiens Erek et Enide in der Forschung genannt wird, steht daher eine Helfe-Aventüre. So ein Begriff von Ludger Lieb, in der Erek selbstlos einen von Riesen gefolterten Ritter befreit. Erek wird dabei so schwer verletzt, dass er ohnmächtig, nach Enides Glauben sogar tot, vom Pferd fällt. Enides Trauerklage markiert den absoluten Tiefpunkt des Abstiegs des Paares im ersten Kursus, der sie von allem ledig gemacht hat, vom Hofleben, von ehrenvoller Ritterschaft, von ihren Pferden, von Minne und Ehe und sogar, so scheint es, vom Leben. In Hartmanns von Auer Roman Iwein wird der Protagonist an dieser Stelle des ersten Kursus insofern seiner gesamten höfisch-ritterlichen und gar menschlichen Identität beraubt, dass er sich selbst nicht erkennend nackt in Begleitung eines Löwen durch den Wald irrt. Parsival in Wolframs von Eschenbach gleichnamigen Roman entsagt an seinem Tiefpunkt nicht nur dem Rittertum, sondern stellt sogar die Existenz Gottes in Frage. Denn Parsivals Aufgabe ist es außerdem, einen Hof, dessen Zentrum der Gral ist, von einem Fluch zu befreien. Im Erek taucht nun wieder ein Graf auf, verhindert knapp Enides Selbstmord, verschleppt sie und den totgeglaubten Erek und will sie zur Heirat zwingen. Der totgeglaubte Erek im Totenhemd erwacht, ergattert ein Schwert und flieht mit ihr unter Verteidigung ihres Lebens vom Hof des Grafen. Gyvreitz hört durch einen Boten von Ereks Flucht und will ihm zu Hilfe eilen. Im Wald und unter Helmen erkennen sie einander jedoch nicht. Erst als Enide ihr Sprechverbot erneut bricht, weil sie Gyvreitz erkannt hat, lassen sie voneinander ab. Das Requisit Helm symbolisiert ein unreflektiertes Rittertum. Der Helm verdeckt die wahre Identität des Menschen. Das darf freilich nicht so verstanden werden, als seien arthurische Romane pazifistische Manifeste. Aber Macht und Gewalt müssen mit Sinn und Verstand entweder zur eigenen Verteidigung oder zum Schutz von Hilfsbedürftigen bzw. zur Restitution verlorener Freude und Unbeschwertheit ausgeübt werden. Am Hofe des Freundes Gyvreitz, an dem Erek und Enite als Ritter und höfische Dame sowie als Paar den Tisch, Bett und Konversation miteinander teilt, wiederhergestellt werden, erfährt Erek von der Aventüre, die den Namen Joie de la Cour, höfische Freude, trägt. Auf der Burg Brandigan herrscht ewige Trauer, denn ein Ritter namens Mabonagrin lebt abseits des Hofes mit seiner Minnedame in einem von einer magischen Grenze umgebenen Baumgarten. Jeder, der den Zweikampf mit ihm sucht, wird getötet. Die Köpfe der Besiegten, 80 an der Zahl, säumen auf Spießen gesteckt die Grenze des Baumgartens. Ihre Witwen harren auf Erlösung von ihrer Trauer am Hof. Trotz eindringlicher Warnungen, diese Aventüre nicht zu suchen, entpuppt sie sich als Ereks Zielaventüre. Nach einem erbitterten Kampf, den Erek nicht nur durch seine Kampfbereitschaft gewinnt, sondern durch die Kraft der Minne zu Enite, an die er währenddessen unaufhörlich denkt, sprechen die beiden Ritter miteinander. Es stellt sich heraus, dass Mabonagrin einst seiner Minnedame versprochen hatte, mit ihr in Zweisamkeit in dem Baumgarten so lange zu leben, bis er gegen einen anderen im Zweikampf unterliegt. Erst jetzt zeigt sich, dass Erek als Erlöser agiert. Nicht nur für Mabonagrin und seine Minnedame, für die 80 Witwen und Wiederherstellung höfischer Freude im Brandigan, sondern auch für sich selbst als Ritter, höfischer Herrscher und in seiner Minnebeziehung zu Enite, die sich als vollkommen nur erweisen kann, wenn sie sich in den Hof vollständig integriert. Die Desintegration des Verliegens in der ersten Krise des Artus-Ritters ist damit restituiert. Erek und Enite kehren an den Artushof und schließlich
in ihr eigenes Reich zurück. Nach dem Exile folgt wieder und diesmal endgültig der Return. Do hatte er, Seligliche, in mannigem Lande das bejaget, als uns die Wahrheit von ihm saget, dass niemands Lob entstund so ho unter den, die et lobbeden do von mannetlicher getat. An seinem Lobbe das da, das er genannt wäre, Erik der Wunderbäre. Die zunächst auch sexuell überbordende Minne wird auf eine höfische Norm von Maße zurückgestutzt und schließlich auch mit der göttlichen Gnade auf ein ewiges Leben legitimiert. Der König Erik, also der König, Erik ist gemeint, selbe hurte ihr Willen zwar er mochte, und doch als ihm tochte, nicht sam er Epflack, do er sich durch sie verlack, wann er nach ihren Ehren lebete, und so, dass ihm Gott gebete, mit väterlichem Lohne nach der Welde Krone, im und sinem Wiebe mit dem ewigen Liebe. Damit ist zunächst alles wieder in bester Ordnung. Jedoch erweist sich die arthyrische Welt in ihrer statischen und damit spröden Idealität schon in den nächsten Romanen genauso brüchig. Die Vorbildhaftigkeit ist angreifbar und erweist sich zudem im Laufe der Literaturgeschichte der Artus-Romane im 13. Jahrhundert als immer fragiler, bis Artus' Herrschaft von innen heraus marode, parodistischen Adaptionen immer häufiger preisgegeben erscheint. Die Probleme, die Dilemmata, Paradoxa und Aporien überspannter Idealität und Vollkommenheit der Artus-Gesellschaft sind jedoch, wie gezeigt, schon bei Chrétien de Troyes von vornherein angelegt. Die entscheidungsfaule Passivität und aktionslose Statik des Königs Artus, das blinde Festhalten an den Sitten seines Hofes, das in der Kostüm vom Fastengelübde in jüngeren Texten bisweilen lächerliche Züge erhält, wird von den Erzählern reflektiert, diskutiert und im Sinne der Anschließbarkeit für das adlige Publikum bearbeitet. Die Helden, die Artus-Ritter in den Romanen, können sich an einem ritterlichen Ideal alter Zeit orientieren, müssen aber darauf bedacht sein, dass ein solches Ideal nicht blind anzueignen, sondern es kritisch zu hinterfragen und ihrer jeweiligen Gegenwart anzupassen. Es handelt sich um ein anthropologisches Grundthema, um das Leben des Einzelnen in einer Gemeinschaft, hier insofern zugespitzt, als es sich um Helden handelt, die herrscherlichste Verpflichtungen haben und zum anderen individuelles Eheglück suchen. Beides zu verbinden ist nicht einfach und erfordern von den Partnern harte Arbeit und Geduld. Die arthurischen Romane besitzen stets ein glückliches Ende und das heißt, dass dem Publikum die Machbarkeit eines solchen Lebenskonzepts nahegebracht wird. Und im nächsten Artus-Roman beginnt dann alles wieder von vorn. Artus ist das selbst nicht aktiv agierende ritterethische Zentrum der Artus-Gesellschaft am Artushof, deren Idealität fragil ist und von außen gestört wird, aus der aufgrund dessen ein Mitglied mit wechselnden Namen die Herausforderung annimmt, die entfernte Aventüre im Exile sucht und bewältigt, schließlich nach zwei oder mehr Durchgängen und Krisen im Return zum Artushof zurückkehrt und zusammen mit der Erzählung von seinen Aventüren in die Gesellschaft reintegriert wird. Der Protagonist des klassischen arthurischen Romans ist also zu Beginn jeder Aventüreerzählung ein vollkommen leeres Blatt. Es gibt nichts, das dem Erzählanfang vorausliegt. Keine bereits bestandene Aventüre, die den individuellen Status des Helden begründen und an die er sich erinnern könnte. Jede Aventüre ist Lösung einer Aufgabe und individuelle Verwirklichung. Und daraus resultiert gesellschaftliche Anerkennung und Erwartung an den Helden. Der Erprobungsfunktion der Aventüre ist gewöhnlich die Zuteilung von Attributen an den Helden koordiniert, die sich vom angeborenen, standesgemäß zugeschriebenen Talent zur individuell verdienten Vortrefflichkeitsbezeichnung nach dem Maß bestandener Aufgaben steigert. Für diese Logik gibt es eine eminente Ausnahme, nämlich Gawain, dem kein anderer Artus-Ritter im Zweikampf durch bloße Kampfkraft beizukommen wäre, weil er eben der Beste der Besten ist, war und sein wird. Dieser zeitliche und qualitative Totalitätsanspruch Gawains durch die Tradition der Romangattung hinweg führt in der europäischen Nachklassik des Artus-Romans, in der Gawain immer häufiger selbst der Protagonist, teilweise zu gewissen Absurditäten, die auch bedingt sind von der vorgegebenen Struktur der durch Krisen ausgelösten Exile and Return des Doppelweges und des doppelten Kursus im zweiten Doppelweg. In der Krone erzählt Heinrich von dem Thürling, wie Gawain seine Identität verliert. Wie ein vollkommen leeres Blatt erkennt auch er sich plötzlich nicht mehr selbst.
Es ergeht ihm also wie Iwein nackt im Wald. Der Grund dafür ist ein Liebeszauber der Fee Amorphina, der Gawain von Mine übermannt zum Kartoffelheld werden lässt. Erst als Gawain zufällig auf einer goldenen Schüssel die Abbildung zweier Ritter im Kampf und seinen eingravierten Namen erblickt, wird in ihm ein Erinnerungsprozess angestoßen, der ihn zuerst zum Erkennen von seiner Mannheit, sein ihm in allen Romanen wesentlich zugeschriebenes Attribut, und dann zu sich selbst zurückfinden lässt. Zunächst glaubt er, sich daran zu erinnern, dass ihm erzählt worden war, er hätte Gawains Mannheit im Kampf mit eigenen Augen gesehen, was ihn schließen lässt, er müsse Gawains Freund und Begleiter gewesen sein. Man hätte ihm also nicht nur Gawains Aventüren erzählt, die Erzählungen kenne schließlich jeder, sondern er sei selbst Zeuge gewesen. Nicht selten kommt es nämlich vor, dass zwar Gawains Taten aus den erzählten Geschichten bekannt sind, sein Ruf ihm also immer vorauseilt, Gawain selbst aber nie erkannt wird. Gawain reist daher seltsamerweise oft inkognito, obwohl ihn die erzählte Welt genauso gut kennt wie das Publikum der Artus-Romane. Gawain erinnert sich schließlich sogar an Aventüre-Erfolge, die im Handlungsverlauf noch in der Zukunft liegen und oder die Stofftradition ganz anders überliefert. Die Identität des Helden geht dem Handlungsverlauf schon voraus. In einer Weise, dass sie derart verfestigt, sich auf ein Attribut wie Mannheit reduziert und die eigentlichen Aventüre-Handlungen als Konstitutionselemente ritterlicher Identität längst überflüssig geworden zu sein scheinen. Gawains Attribut, bester aller Ritter zu sein, befähigt ihn grundsätzlich, immer, pauschal und total zum Erfolg jeder nur möglichen Aventüre, vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, noch nie dagewesenen und sogar anderen Rittern zugehörige. Ob dieser Rundumschlag, der in der Krone erzählt wird, dem Publikum zur ironischen Belustigung diente oder diese der Ritteridentität der Gawain-Figur gleichsam transzendierende Totalitätsbehauptung schlichtweg inhärent galt, kann man sich fragen. Was man auch hier wieder, wie am Brautwerdungsschema des heroischen und legendarischen Typs, gut beobachten kann, ist, wie sich gewisse Strukturmuster und Figurenkonstitutionen in Stoff- und Gattungstradition ausbilden und verbreiten und wie die Autoren sie bestätigen, ausarbeiten, dekonstruieren, dynamisieren und auch ironisieren.